Ja, Freunde, und heute ist es soweit. Ich darf euch die neuen Aino Strong Sorten zeigen, vorstellen, und weitere Infos kommen im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche. Ich zeige euch erst mal ganz kurz als Angeilung für euch die Sorten, die kommen werden. Natürlich, All-Time Classy darfst du einfach nicht verbergen und darfst du einfach nicht auf Strong rausbringen. Wo haben wir denn den Blackie? Wo ist denn Blackie? Hier. Strong Black. Freunde, das ist ein anderes Level, das ist ein neues Niveau, sage ich euch ganz ehrlich. Strong OH brauche ich euch auch nicht zu sagen. Also Black und OH war quasi schon gesetzt, bevor es überhaupt Strong gab. Und dann Grapefruit. Da freue ich mich auch extrem drauf. Und ich denke, viele, viele bekommen jetzt ja ein kleines feuchtes Höschen. Denn es ist endlich wahr geworden. Nach anderthalb Jahren Planung, Machung, Entwicklung. Don App von Aino Strong. Ein Doppelapfel ist am Start, beziehungsweise ein Doppelapfel kommt. Und dann haben wir auch noch eine neue Sorte, K-Peak. Und das ist Kashmir Peach. Auch ein Traum. Wirklich sehr geil. Eine komplett neue Sorte. Gab es so, wie er schmeckt, wie die Zusammensetzung ist. Auch noch nicht. Natürlich gibt es einen Kashmir Peach aus Amerika, aber so wie es hier geworden ist, ist es wieder mal eine eigene Note geworden. Richtig, richtig geil. Preislich 200 Gramm für einen Strong 32,90. Geht voll fit. Ich habe schon die letzten Tage gehört, der ein oder andere Hersteller will in Richtung 40 € gehen. Von daher bist du mit 32,90 € hier noch einer der günstigsten, und wir haben hier eine Strong-Variante. Jetzt haben wir mittlerweile Aino Virginia, Aino Dark und Aino Strong. Wir werden nächste Woche Dienstag, das müsste der, ich blende es ein, kurz bevor ich zu Inter Tabak fahre, gibt es nochmal einen Stream, wo wir die eine oder andere Sorte testen. Und in Zukunft werden wir dann alles durchtesten. Es werden Videos kommen. Ich kann euch aber sagen, Aino Strong ist schon wieder sehr, sehr lange in Planung. Ich durfte wieder mithelfen. Grüße gehen raus an Esan. Vielen Dank für dieses Vertrauen. Vielen Dank für. Ja, für alles einfach, wie wir die Reise hier mitgehen dürfen. Es ist meiner Meinung nach genau die richtige Stärke, bevor es zu stark wird. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, naja, Aino Strong ist ganz nice, aber ein bisschen mehr wäre immer gut. Bruder, dann musst du dir Substanzen kaufen, die der breiten Masse nicht mehr gut tun. Ich finde es hier persönlich sehr, sehr gut getroffen, wie die Stärke ist. Auch hier hatten wir wieder sehr, sehr viele Stärken von. Ich fliege zum Mond bis hin zum, ich bin bodenständig, aber geil. Ende September soll das Ganze released werden. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich den 27.09. im Kopf. Müsste nach Adam Riese ein Freitag sein. Oh, und da sollte Aino Strong in jedem geordneten Online- und Offline-Store vorhanden sein. Und ich würde sagen, am Dienstag könnt ihr sehr, sehr gerne in den Stream reinkommen. Schreibt gerne eure Meinung zu den Sorten. Klar, OH, Black, Grapefruit. Ist halt nur ein bisschen mehr Boost dahinter, aber K-Peak, Digga, ist Wahnsinn. Das ist natürlich die Grapefruit hier. K-Peak und der Doppelapfel. Ich glaube, das wird eine nice Zeit. Und neue Sorten sind eventuell auch schon wieder in Planung, habe ich gehört. Das war es erstmal als kleines Infovideo. Bis demnächst.